Auf geht's, Vater, heute noch. So, guten Morgen, Kapell, und willkommen beim Fellows Ride in Würzburg. Geht schon los. Rechts rum. Ja? Ja, komm, da stellen wir uns da jetzt hin an und da sind wir halt Mitte drin und nicht vorne, oder? Es sei denn, es geht hier irgendwo durch. Ja. Und das ist der Peter, der ist auch vom Fellows Ride. Jawohl, mit Blaulicht. Gute Fahrt zusammen, macht's gut. Super, kann man einfach rausfahren, muss man nicht gucken. Sehe ich nicht, das spiegelt. EBN, keine Ahnung. Rechts, ach so, das ist uralt, genauso wie das Motorrad. Die sieht aus, als wäre sie aus der 80er. Ich sehe es nicht. Kopfsteinpflaster, ei, ei, ei. Oh,
Ja. Eieieiei. Das hat ein Ende. So, bevor die GoPro alles, muss ich noch mal ein bisschen was erzählen. Fellows Ride, Würzburg. Wie man eben gesehen hat, klassisches Beispiel für eine Fahrt oder eine Veranstaltung dieser Art, die durch die Polizei unterstützt wird. Man fährt in dieser Masse an Motorrädern immer versetzt, das heißt einer am Richtung Fahrbahnmitte und der andere Fahrbahn rechts. Und wenn man dann im Rückspiegel erkennt, dass die Herren mit Blaulicht von hinten geballert kommen, dann zieht man rüber und wenn die vorbei sind, dann ziehen die, die links fahren, wieder nach links raus. Gehört zu, also eine der Spielregeln bei einer solchen Veranstaltung. Und das Ganze hat natürlich den Sinn, für den, der es nicht weiß, mein Abstand zu der vermutlich Dame vor mir mit dem Kuchenblech ist größer als der Abstand zu meinem direkten Vordermann. Und somit zieht sich das Ganze nicht so weit auseinander. Es war eben ein Teletubby, wer es nicht erkannt hat. Und falls die GoPro das aufgenommen haben sollte, der Krach eben, das war der Kollege Arrow hinter mir. Genau das. So, sei noch anzumerken, dass erstaunlicherweise auf etwas engeren Sträßchen sogar die Autofahrer respektvoll rechts stehen bleiben und ein bisschen Platz machen für die, die entgegenkommen. Alternativ die genervten Landwirte, die nicht wissen, was hier gerade so vor sich geht.
Und ich denke, wir sehen uns dann wieder, wenn wir am Mittagspausenziel sind, weil die Aufnahmezeit beträgt jetzt schon über eine Stunde. Aber die GoPro blinkt immer noch. Ein Zeichen dafür, dass es heute nicht so warm ist. Ich müsste ja eigentlich mal hier überholen und gucken, was das ist, ob das eine Yamaha ist oder was ist das da vorne. So, wir sehen uns wieder bei der Zwischenkundgebung. Bis dann. Das ganze Team, ohne dass wir gar nicht hier wären, ohne dass unmöglich wäre, der Karl vor seinem Auto, der David, der für Technik und Ton zuständig ist, der Christian, der uns immer wieder mit seinem Wein beglückt und mit seinem Auto mitfährt und mitorganisiert, und all die anderen, alles Ehrenamtliche, Helfer, die kein Geld dafür haben wollen, die das so toll finden und wirklich da viel Zeit und Energie reinstecken. Es hört sich immer so banal an, naja, wir fahren mal eine Motorradausfahrt durch die Rhön, aber wenn ihr wüsstet, wie viele Papiere und Formulare ausgefüllt werden müssen und in den Ämtern eingereicht werden und genehmigt werden müssen, da ist richtig viel Arbeit dahinter. Und insofern, ich hab wenigstens zu tun, ich halte mich da immer raus. Aber wirklich super, herzlichen Dank euch allen. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Dankeschön. So, und jetzt bin ich mit dem Dankeschön, glaube ich. Ich müsste mich bei euch allen, bei jedem Einzelnen eigentlich bedanken. Dafür, dass ihr da seid. Das ist ja schon mal das Erste, weil wir wollen ja Aufmerksamkeit schaffen. Das ist ja die Währung, Aufmerksamkeit, darum geht's, für mentale Gesundheit, für Depressionshilfe, das ist notwendig, aber auch für die Spenden natürlich, jeder Euro zählt, ihr habt wahrscheinlich alle entweder vorher schon über PayPal oder über Überweisung gespendet, herzlichen Dank dafür, wer es noch nicht gemacht hat, hier gibt es noch Spendenboxen, da kann man noch den einen oder anderen Schein reinwerfen. Also vielen Dank bei jedem Einzelnen von euch, die ihr hier seid und die hier gespendet habt und das ganze Projekt unterstützt. Ja. Ja. Besser lässt die zwei Enduros vor, damit man nicht hinter deine Brüllwürfel herfahren. So, weiter geht's mit Teil 2 der Ausfahrt zum Würzburger Fellows Ride. Damit es ein bisschen Abwechslung gibt, haben wir jetzt mal zwei Enduros vor uns genommen und zwei amerikanische Brüllwürfel. Warum haben wir uns so ziemlich weit vorne eingereiht, sowohl beim Teil 1 als auch beim Teil 2? Erstens war es die Ansage, dass unerfahrene Fahrer und 125er Fahrer so weit vorne wie möglich fahren sollen. Und zweitens, macht das auch Sinn. Kennt ihr ja von Gruppenfahrten, der Langsamste fährt immer als Zweites und bestimmt somit quasi die Geschwindigkeit. Hier ist es halt so, dass ganz vorne der Mann mit dem blauen Lämpchen, das da so blinkt,
dass der die Geschwindigkeit vorgibt. Gefolgt von zwei warnblinkenden Kollegen und im Anschluss dann, wenn mich mein trübes Auge nicht täuscht, der Nelson, der Veranstalter in Wolfsburg vom Fellows Ride, der eigentlich Multistrada fährt, aber der hier für den heutigen Tag eine BMW S1000R zur Verfügung gestellt bekommen hat. So, jetzt kommt wieder der Überholvorgang der Polizeikolonne. Oder zumindest einer. Ne, noch einer. Siehst du? So, hinter mir fährt der Wingman Mino. Wie bitte, was? Du kannst auch von hinten winken. Ich habe ja die Kamera an, genau. Ja. So, und dahinter kommt der Jason McLibock von der Neigungsgruppe Rumgurken. Der hat sich heute mal auf den langen Weg aus dem Ahrtal hierher begeben, um den Fellows Ride zu supporten. Und der wird auch, sofern nichts dazwischenkommt, beim Fellows Ride im Odenwald mitfahren. Da kommt dann vielleicht auch die Elli Pirelli mit, die momentan motorradlos ist. Aber wir haben ja einen Plan B für den Odenwald entwickelt. Entweder fährt meine Freundin mit dem Auto und besucht uns. Oder, das war dann heute Morgen beim Frühstückscafé, Gesprächsthema, der Dotzer Michel, der heute leider beruflich verhindert ist, ganz kurzfristig, weil sein Kollege gemeint hat, er müsste mal noch mal krank werden einen Tag. Er hat mir angeboten, ich könnte die Oma haben für den Fellows Ride im Odenwald. Und da könnte ich dann auch meine Freundin hinten drauf als Sozia mitnehmen. Da müssten wir halt erst noch mal bei Tante Luise vorbeifahren, ein paar Klamotten organisieren. Weil ich habe zwar schon einiges an Gewicht hinter mir gelassen, aber es langt dann halt doch nicht von der Zuladung für die Yamaha. Es ist und bleibt halt nur mal 600er. So, und ansonsten gibt es jetzt noch ein paar Fahreindrücke hier vom zweiten Teil. Irgendwas mit Steigerwald und keine Ahnung. Und dann kommen wir nach Geiselwind. Da ist dieser große Autohof. Also es geht nicht in den Vergnügungspark, sondern auf den Autohof, wo ja auch Bikerpartys stattfinden, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann hoffen wir mal, dass es einigermaßen trocken bleibt. Und die Sonne jetzt doch noch ein bisschen Wärme spendet. In der Mittagspause gab es gebratene Nudeln mit Hühnchen oder Gemüse wahlweise oder Thai Curry. Auch so ein paar Schnittbilder eingebaut. Das war eigentlich eine super Lösung für sowas. Im Odenwald werden wir da eher auf Food Trucks zurückgreifen. Und wenn das so klappt bei der Besprechung, wie es bei der Besprechung am Donnerstag mit dem Verein Bierfelden Classics war, dann werden wir den Wirt, der in der Pferdemarkthalle ansässig ist, mit Steaks und Würstchen auch noch dazu bringen, dass er so das Speisenangebot ein bisschen erweitert. Und dann ist da für gute Verpflegung gesorgt. Wir sind dann am Donnerstag mal die zwei Touren
durchgegangen. Mit dem Alex und dem Gunter vom Berfelden Classics Verein aus der Motorradabteilung. Der Alex soll ja die Tour anführen. Der führt ja auch immer die Modern Meets Classics Touren an hier im Odenwald. Wir haben dann festgestellt, dass meine Planung vielleicht doch ein bisschen ambitioniert war mit den 100 Kilometern. Und wenn ich mir so die Durchschnittsgeschwindigkeit hier angucke, die gefühlt irgendwo zwischen 40 und 45 km/h liegt, und da ist das im Odenwald wahrscheinlich besser, die beiden Strecken auf jeweils 70 Kilometer zu verkürzen, roundabout. Wobei die Art der Straßen sind ja sehr ähnlich mit dem, was man hier in der Rhön so vorfindet. Und das hat echt perfekt geklappt. Wir sind hier in Würzburg pünktlich um 10 losgefahren. Oder war es Viertel vor 10? Oh, der fährt in die falsche Richtung. Und waren exakt um 12 in Bad Neustadt an der Saale bei der Zwischenkundgebung. Also exakt nach Plan. Und wir sind auch ziemlich exakt nach Plan in Bad Neustadt losgefahren. So dass wir ziemlich exakt nach Plan wahrscheinlich in Geiselwind ankommen werden. Da gucken wir mal, was dort noch so zu essen gibt. Und dann geht's auf die zweistündige Heimreise zu mir in die Garage. Und dann geht's ab in Urlaub. Jason McLibock hat sich in Geiselwind ein Hotel gebucht und der wird dann morgen wieder die Rückreise ins Ahrtal antreten. Ja, es ist schade, dass der Michel heute nicht dabei sein konnte. Dann wäre die Neigungsgruppe Rumgurken ja nahezu vollzählig gewesen, bis auf Elli Pirelli. Wir haben ja zwischendrin versucht, uns mal rund um Weihnachten zu treffen, aber da hat uns zwar nicht Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber da gab es dann auch einen krankheitsbedingten Ausfall. Es gibt da ja dieses Wintertreffen der Neigungsgruppe Rumgurken, das meistens im Odenwald stattfindet. Diesmal hätten wir uns im Hessenpark treffen wollen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So, also, jetzt genug gequatscht. Gibt da noch ein paar Bilder. Vielleicht gibt es auch zwei Videos. Schauen wir mal. We'll be right back.
vegetativ. Genau. Da sind wir. Okay. Ja, das ist groß. Wo ist er, Jason? Wo ist er, Stefan? Ach, da. Thank you.
So, das war also der Fellows Ride 2022 in Würzburg mit rund 330 Motorrädern durch die Rhön. Rund 200 Kilometer Fahrstrecke liegen hinter uns. Eine gelungene Veranstaltung. Wir sehen uns im Odenwald. Wir singen.